Bevor wir jetzt zum Liedenwurf kommen, möchte ich nochmal bekannt geben, dass Sie alle hier heute auf dem Hof einen von 10 Präsentkörben gewinnen können. Einen Zettel mit Ihrem Namen ausfüllen und Ihren Wohnort angeben. Und dann ist um 18 Uhr hier die Ausspielung dieser Präsentkörbe. So, unsere Bliedenmannschaft formiert sich schon wieder. Muss ich doch drauf haben hier. Ich habe hier heute einen leichten Ausgangsanzug. Ach so, den Ausgangsanzug. Sieht ganz schön verhungert aus, Herr Bursche. Schön gerade halten, damit keiner merkt, dass das so schlapp ist. Wie heißt das, nach getaner Arbeit, da muss die Seele auch ein bisschen was haben, ne? Also du siehst, früher gab es auch Campingplätze, ne? Bitte? Früher gab es auch schon Campingplätze im Mittelalter. Ja. Noch Jungs, ihr könnt euch ruhig bewegen, das ist ein Film und kein Foto. Das machen wir gleich, wir müssen noch ein bisschen Pause. Ihr müsst doch Pause machen, das geht gleich los. Eine Pause machen? Eine Aufnahme machen, ja. Liebe Gäste. Ja, mittlere Schublade. Vanessa Pickel. Entweder rechts oder links oder an von den 30. Oha. Schon wieder nach rechts. Schon wieder nach rechts. Das Gute ist, ich kann hier auch Bilder rausziehen. Mhm. Kommt es schon? Noch nicht? Dann will ich auch nicht mehr lachen. Kette umsteigen, dann bin ich immer mit 50 Kilo noch mal extra zusätzlich. Oh, siehst du, das geht doch. Was ein ganzer. 1190. War ein schönes Alter, ne? Wurde immer gern genommen, vor allem die von den Frauen. Vor allem, wenn ich so. Kannst du mich sehen? Ja, das ist gut. Überhaupt nicht, denn. Du kannst doch nur nicht mal zur Seite gucken. Wenn jetzt das Schwert von der Seite kommt, was machst du denn? Ich muss noch das Schwert an. Ich glaube, das ist der Letzte. Ich hab wohl gleich den Hegel. Der Typ ist Mäuler und schieb ihn jetzt mal vor.